Space 2 vor 6 Wochen erst präsentiert. Das heißt, es ist gerade ganz neu auf den Markt gekommen und wir schreiben auch Weltneuheit, was bedeutet das? Und zwar sind wir zum ersten Mal ein Zelt, was wie ein Fallzelt funktioniert, also die Liegefläche beim Aufklappen verdoppelt. Und wenn ich das Ganze zusammenklappe, trotzdem eine harte Schale habe. Das heißt, ein Aluminiumkoffer, den ich hier sehe. Das ist die technische Innovation, warum die Fachpresse das Ganze so positiv bewertet. Wir wollen aber darüber hinaus einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Weil alle sagen immer einfach und schnell, alle sagen 2 Minuten, 1 Minute. Aber was das bedeutet, wo muss ich drücken, was muss ich anfassen, das wollen wir einfach mal live vorführen, dass das für alle transparent eben einsehbar ist. Ansonsten haben wir hier oben Michi. Michi unterstützt uns jetzt und zeigt mal so ein paar Sachen. Man kann bei uns als Beispiel, man kann die gesamte Bettwäsche oben im Zelt lassen. Das heißt, alles an Schlafsäcken, alles an Kopfkissen, das kann alles oben bleiben. Das ist, was man jetzt da oben sieht, nur der Anfang. Wenn wir das Ganze zusammengeklappt haben, dann sieht man, das zeige ich euch gleich, dass noch wesentlich mehr Platz sogar im gesamten Koffer vorhanden ist. Nächstes Thema, wir haben diese Stahlseile hier. Das heißt, diese Stahlseile sind dafür da, das erste Zelt auf dem Markt, was freitragend ist. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die Leiter als Stütze. Und im Hintergrund, die Leiter sackt manchmal ein, im Sand, wenn man am Strand zum Beispiel unterwegs ist, oder rutscht einfach nur weg. Bei allen anderen Dachzellen geht das Zelt einfach kaputt. Damit das nicht sein kann, haben wir die Stahlseile integriert und dadurch quasi ein Hängebrückenprinzip geschaffen. Als nächstes, wir sehen, das Ganze ist der Panoramamodus hier. Das heißt, das hier ist das gleiche Zelt wie der drüben. Es ist exakt das gleiche Modell. Wir sagen nur, naja, im Sommer, wenn es super warm bei 30 Grad ist, dann hat eigentlich niemand mehr Lust auf ein Zelt. Und die Variante, die wir jetzt eben haben, ist mit einem Reißverschluss, den der Kollege der gerade zeigt, der muss den gerade um das Stahlseil drum herum führen. Und wenn er das geschafft hat, dann sieht man, das Ganze ist mit einem Reißverschluss, der gesamte Zeltstoff, der sonst am Boden liegt, ist das Zelt wieder regensicher gemacht. Und ich denke, was das Schöne an dem ganzen Modell da ist, was man sehen kann, nehmt sie nicht übel, eigentlich fängt er zum 1.3. an bei uns. Das heißt, er ist noch ganz neu, erste Messe. Die Handgriffe sind also wirklich, ich würde sagen, sehr transparent und authentisch dargestellt, wie das Ganze funktioniert. Sehr gut. Genau, jetzt zeigen wir, wie das ganze Zelt auf- und zusammenbauen. Wichtig ist ja, was wir eben hier mit zeigen wollen, wenn es mal regnet, muss es dann schnell regensicher sein. Deswegen ein Reißverschluss und damit ist das erledigt. Um jetzt das Zelt zusammenzubauen, nehmen wir zuerst einmal hier diese Ecken hoch. Erster Schritt. Zweiter Schritt ist, die Leiter ist in solchen Splitten gelagert. Das heißt, die Leiter wird immer, das Zelt wird immer ausgeliefert mit der Leiter im Dachzelt drin. In der Praxis ist häufig das Problem, Leiter ist mal dreckig, die ist mal nass, weil die hier irgendwie im Regen steht. Das heißt, Leitern empfehlen wir, im Kofferraum zu tun. Alles, was sauber und trocken bleiben soll, das einfach oben im Dachzelt lassen. Ansonsten, genau, jetzt haben wir diesen Gurt. Und dieser Gurt ist das Besondere, der ermöglicht es, das Zelt wirklich mit einer Person auf- und abzubauen. Und jetzt sieht man hier schon, das Ganze funktioniert mit Gasdruckfedern. Das heißt, ihr könnt gerne mal einen Schritt näher rankommen und mal hier ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Kraft brauche ich jetzt hier. Irgendwelche Freiwillige kommen immer nach vorne. Genau. Also das Ganze ist berechnet auf 3 Kilo Bedienkräfte. Also man kann das wirklich super einfach hier, die Gasdruckfedern, man sieht das schon, die wollen das eigentlich schon zusammenklappen. Das heißt, ich kann zum einen mit dem Gurt auf der anderen Seite das zusammenziehen oder in der Praxis schiebe ich das einfach auf die andere Seite. Das heißt genauso, der Kollege macht auch nichts jetzt, was ich ihm nicht sage. Das heißt, ich kann wirklich transparent sehen, was die Schritte sind. Und jetzt würde ich sagen, kommt noch mal wieder einen Schritt näher ran. Mach aber nichts. Der Fokus ist jetzt hier auf den zentralen Scharnierbereich, also genauso hier wie da. Als allererstes, man sieht, die Matratze ist schmaler als der gesamte Koffer.
Das heißt, man hat überall Platz. Hintergrund, der Zellstoff, der soll sich um die Matratze drum herum legen und einen genau einen definierten Ort haben, wo er Platz findet. Und als allererstes muss man jetzt nur im zentralen Scharnierbereich einen Handgriff machen, damit sich der Stoff eben nicht einklemmt. Das darfst du jetzt einmal auf der Seite machen, nur am Scharnierbereich. Ich mache das einmal hier. Genau hier schiebe ich den Stoff einmal rein. Mehr mache ich nicht. Mehr musst du auch nicht machen. Jetzt, ihr könnt alle hier bleiben. Der Kollege geht auf die andere Seite jetzt, kannst du machen. Und der hat jetzt diesen Gurt. Mit dem Gurt zieht er das Zelt jetzt weiter zu. Im Vorfeld macht er einmal die Ecken hoch, habe ich vergessen zu sagen. Er macht die Ecken einmal hoch und zieht mit dem Gurt jetzt das Zelt weiter zu. Und jetzt hat er das Ganze arretiert. Und auf dieser Seite fangen wir jetzt mal an. Jetzt muss der Zeltstoff mal reingebracht werden. Das heißt, warte mal kurz. Ja, man hebt die eine oberste Stange an und jetzt kann man hier den Stoff ganz einfach nach innen bewegen. Genau das machen wir auf der anderen Seite eben auch. Fertig. So, und jetzt hat auf der Rückseite gibt es zweimal genau diesen Verschluss. Zweimal genau so ein Retro-Kofferverschluss, der ist jeweils nachstellbar. Und er ist natürlich auch abschließbar. Das heißt, jeder Verschluss am Koffer ist abschließbar. Man möchte natürlich das an allen Seiten gesichert haben. Das heißt, der Kollege hat auf der Rückseite mehr so ein bisschen verstellen, also ein bisschen ausschrauben. Ich sag mal, je ordentlicher ich am Arbeiten dann zusammenlegen. Oder also ist das geeignet zum Beispiel zum Anziehen, ich ziehe es ein bisschen runter. Ich mach's mal so, ich denke mir die dann erstmal. Michi, machst du einmal zu? Ja. Hält. Genau, jetzt ist das an sich alles wieder passiert. Der Koffer ist fertig, regensicher verstaut. Und jetzt, ich habe ja eben gesagt, wir haben hier Bettwäsche schon im Zelt drin. Und trotzdem sieht man jetzt hier, was wir immer noch an Raum haben für also noch weitere Bettwäsche. Also für wirklich Kissen, Schlafsäcke, alles hat Platz in dem Koffer drin. Und den letzten Schritt, den ich jetzt mache, ist, ich nehme diesen seitlichen Knopf auch hier ab. Klappe diesen Deckel nach hinten und hier ist nochmal schön zu sagen, hier seht ihr, hier ist eine Schiene drin. Das heißt, der Kenner, der wird jetzt sehen, das ist eine M8B-Nut, ist egal, es ist eine Schiene, da kann ich Sachen verstauen. Und das Schöne in der Praxis ist, ich persönlich, immer wenn ich losfahre, frage ich mich, ob ich alles dabei habe. Damit ich jetzt aber nicht das gesamte Dachzelt immer aufklappen muss, gehe ich zum Auto hin, mache diese Klappe auf. Guck mir an, hey, habe ich jetzt mein Angler-Set, mein Erste-Hilfe-Set und meine Taschenlampe, was auch immer dabei. Ja, Haken hinter, super. Ich kann jetzt diese Klappe zumachen. Mache hier noch zwei Schneiden zu und bin fertig. Das heißt, jetzt kann ich einfach ins Auto einsteigen und losfahren. Und ich denke, das ist das Schöne, hier sieht man, alles ein Aluminiumkoffer, alles ist geschweißt, das heißt, es ist kein Plastik, was wir verbauen. Darüber haben wir diese Stabilität in diesem ganzen Dachzelt, dass ich jetzt oben, ich kann oben noch Kanus verstauen, ich kann noch Fahrräder mitnehmen, ich kann also noch extra Dachgepäckträger da oben drauf montieren. Und ich sage eigentlich immer, ich habe keine verschwendete Dachfläche. Das ist, ja, würde ich sagen, das Schöne. Und trotzdem müssen wir vorstellen, hey, wir kommen jetzt irgendwie an, lange Autofahrt, total gestresst, kein Bock mehr ein Zelt aufzubauen. Deswegen muss der Aufbau natürlich schnell und einfach gehen. Und ich kann sagen, der Highscore liegt bei 19 Sekunden. Es ist super schnell, weil die Gasdruckfeder natürlich auch da wieder unterstützen. Das ist angenehm. Das heißt, ich nehme einmal diese Verschlüsse hier unten ab, lege den Deckel nach hinten. Auch hier, man hört das, das ist ein Anschlagpuffer. Das heißt, es ist nie Alu auf Alu, was da schlägt, sondern es ist immer Anschlagpuffer. Das kann man auch sonst sich auf dem Koffer anschauen, was ich damit meine. Genau. Jetzt wird das an der Seite befestigt hier. Und genau, Michi, du kannst jetzt mal die Kofferverschlüsse aufmachen. Das heißt, jetzt wird der Koffer drüben wieder geöffnet. Jetzt kannst du mir den Gurt einmal rüberschmeißen. Und jetzt sieht man schon, die Gasdruckfeder, die wollen das aufklappen. Und jetzt ist es einfache Physik. Je weiter nach hinten ich gehe, desto einfacher kann ich es aufziehen. Ich brauche jetzt mal jemand Freiwilliges. Willst du mal ziehen?
Einfach ziehen, genau. Also da man sieht, es ist super einfach, es fällt auch nicht unkontrolliert hier runter, weil die Gasdruckfedern das wieder abdämpfen. Danke. So, den Gurt brauchen wir nicht mehr. Als letzten Schritt habe ich jetzt nur noch die Leiter. Und Michi, wenn du willst, kannst du noch einmal hochgehen und nochmal wieder den Panoramamodus quasi reinmachen. Also man macht die Ecken einmal rüber. Jetzt haben wir natürlich wieder ein ganz normales Zelt aufgebaut, aber in der Praxis, Zelt ist ja langweilig. Ein Zelt können alle. Wir wollen ja auch einen Ort schaffen, der mehr ist als nur ein Ort zum Schlafen. Und wenn wir uns den Sonnenuntergang vorstellen und eine Flasche Wein, ein Glas Wein mal trinken wollen, dann ist natürlich im Panoramamodus im Sommer nochmal ein anderes Gefühl von ich befinde mich in einem Zelt, sondern mehr, ich habe irgendwie eine Terrasse, ein Wohnzimmer. Und ja, so haben wir die Ausgangssituation erstmal wieder hergestellt. Und Michi, ich sage erstmal vielen Dank dir. Und ansonsten alle jetzt mit den Roofspace Pullovern, mit den Roofspace Shirts gerne ansprechen, wenn euch Fragen sind, oder einfach in die Zelte reinklettern. Dafür sind sie hier, um das Ganze auszuprobieren. Danke erstmal.